Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und wir haben wieder eine kleine Challenge für euch vorbereitet. Eigentlich scheint gerade die Sonne, eigentlich ist es auch gerade warm, aber gleichzeitig ist irgendwie so ein kühler Wind. Er hat mir jetzt schon meinen Messbecher fünfmal umgehauen hier. Diesmal eine Challenge von der Bo. Der Bo hat sich gedacht, wenn ihr immer so komische Sachen macht, dann mache ich jetzt auch mal eine. Und hat versucht, einen Liter Sauerkrautsaft auf Ex zu trinken. Beziehungsweise geguckt, wie lange er halt braucht, um einen Liter Sauerkrautsaft zu trinken. Ich werde den Versuch, denke ich mal, komplett einblenden, während ich meinen mache. Deswegen werde ich den jetzt nicht hier zeigen. Aber wen ich jetzt hier zeige, ist der Kesto. Der Kesto wurde nämlich nominiert. Der Kesto hat das auch probiert. Er saß bei sich auf dem Balkon und hat gesagt, och, das lasse ich mir auch schmecken. Sauerkrautsaft, wieso nicht? Und was beim Kesto bei rausgekommen ist, das seht ihr jetzt hier. Das sieht auf jeden Fall sehr professionell aus, was der Kesto da immer macht, ne? Nachdem er erst die Zwiebel-Challenge hatte, ist er komplett gestorben, ne? Und alle dachten so, oh mein Gott, was geht da ab, jetzt die Sauerkrautsaft-Challenge, was soll da schief gehen, und er eskaliert nochmal komplett. Thomas hat aber auch schon gesagt, Thomas würde die Sauerkrautsaft-Challenge nicht machen, weil er verträgt das nicht, das ist viel zu säuerlich, das geht gar nicht, das greift den Magen an, das ist alles bäh und unterschätzt das mal nicht und sonst wie. Ich kann es mir gar nicht so schwer vorstellen, da ich auch die Rote Beete-Saft-Challenge da und die Bockwurst und diesen komischen Brottrunk. Ich habe schon viele Sachen gehabt, also Sauerkraut-Saft dürfte jetzt eigentlich nicht das Problem sein. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren, denn auch bei der Zwiebel habe ich gedacht, das ist nicht das Problem. Das habe ich auch hier gemacht und da bin ich auch halb vom Sockel gefallen, wie sich rausgestellt hat, weil ich die falsche Zwiebel hatte. Es gibt nämlich diese Gemüsezwiebeln, die sind aber noch mal viel größer als die, die ich hatte, und die sind sehr mild und auch süßlich vom Geschmack, und ich habe halt einfach eine ganz andere gehabt, eine, keine Ahnung, Zwiebelgelb stand da drauf, und die müssen wohl mega stark sein vom Geschmack her, also deshalb saß der Thomas so gemütlich da und ich bin hier aus allen Öffnungen, ist es mir gelaufen. Jetzt haben wir uns hier ein bisschen Sauerkrautsaft besorgt aus dem Rewe. Das ist der einzigste Sauerkrautsaft, den ich gefunden habe. Rewe Bio Sauerkrautsaft. Zwei Packungen, jeweils 500 Milliliter. Dafür auch der Messbecher. Das werden wir jetzt hier reinkippen. Mit Meersalz, mit Direktsaft aus mildem Sauerkraut, aus biologischem Anbau. Den machen wir jetzt mal auf, den füllen wir jetzt mal hier rein und gucken dann mal, ob wir den mit einmal wegziehen können oder wie lange wir brauchen, um den zu... Schüttelt man den vorher? Ich weiß es nicht. Ich mache den lieber wieder zu. Ich weiß auch nicht, wie das mit dem Wind ist auf der Kamera. Ob sich das jetzt hier auswirkt oder nicht. Oder ob das Wind geschützt ist. Das ist schließlich eine Action-Cam. Die müsste das eigentlich alles wegstecken. Wir kippen den jetzt mal hier rein. Den guten Sauerkrautsaft. Wie gesagt, ich habe schon Rote Beete, das fand ich in Ordnung. Wir haben das Bockwurstwasser, das fand ich in Ordnung. Wir haben Gurkenwasser, das fand ich auch in Ordnung. Dann habe ich Rote Beete, Gurkenwasser, Bockwurstwasser gemischt, alles. Sauerkrautsaft habe ich, glaube ich, noch nie probiert in meinem Leben. Deswegen kann ich eigentlich gar nicht sagen, ob das gängig ist oder nicht. Es riecht auf jeden Fall gut. Riecht nach Sauerkraut, wenn man Sauerkraut vielleicht gern isst. Sollte das vielleicht jetzt auch nicht das Problem sein. Jetzt werden wir den zweiten Bottich hier reinfüllen. Dass er schön ein Liter ist, ne? Gucke dir das an. Richtig brutal und alles spritzt rum, dass einfach die Hälfte schon daneben ist. Stellt euch einfach vor, es ist ein Maßkrug Bier und dann habt ihr euch auch nicht so, ne? Der ist jetzt auch hier drin. Ein Liter Sauerkrautsaft in diesem Bottich.
Drehen wir nochmal rum, dass ihr das seht. Das ist sogar mehr als ein Liter. Ein Liter wäre hier. Es ist jetzt bis hier oben gefüllt. Wir stellen das mal hin. Und weil es so warm ist, ziehe ich auch mal die Jacke aus. Das ist die Challenge-Jacke, die man immer anziehen muss, wenn man eine Challenge macht. So, Ärmel hinter. Alles Vorbereitung. Ich weiß nicht, wie ich die Kamera stellen soll. Ich werde auf jeden Fall also den Versuch von der Bo jetzt hier noch einblenden. Nehmen das Ding jetzt hier mit, lehnen uns zurück. Das müsste passen so. Und gucken mal, wie lange wir brauchen, würde ich sagen. Grüße an der Bo. Du bist hier gleich irgendwo am Rand. Mal schauen, wie das schmeckt. So, der Liter ist auf jeden Fall weg. Der Liter ist leer. Schmeckt eigentlich original wie Sauerkraut. Also wirklich, wenn ihr jetzt Sauerkraut auf dem Teller habt, wo das bleibt im Topf dann noch Brühe zurück und ihr probiert das, es hatte genau denselben Geschmack. Habe ich mir jetzt also nicht anders vorgestellt. Ja, es ist ein bisschen säuerlich. Ja, es ätzt dir bestimmt alles weg, aber vielleicht auch nicht, dass man so eine Menge einfach an sich nimmt. Meistens hat man ja irgendwas dazu, Fleisch, Knödel, irgendwas hin und her. Kann ich schon verstehen, was der Thomas da gemeint hat. Trotzdem finde ich jetzt nicht, dass das irgendwie anstrengend war oder schlimm. Da fand ich die Zwiebel, die angebliche Gemüsezwiebel, 1000-mal schlimmer. Ich mache lieber solche Trink-Challenges, als dass ich jetzt irgendwas esse, muss ich auch dazu sagen. Auch rote Beete, Wurstwasser hin und her. Das ist trotzdem irgendwie eklig, das ist trotzdem eine ganze Menge, ein Liter. Der Liter ist immer die Herausforderung. Aber ich glaube, egal was das jetzt ist, ob das jetzt das ist oder das oder das oder das, irgendwie kann man alles runterschlucken. Also der Bo, wenn du noch mehr lustige Challenges hast oder sagst hier Herausforderungen, guck mal, ob du das packst. Der Käse hat es nicht gepackt. Der fand das so widerlich, so räudig, aber ja. Grüße gehen trotzdem raus an den Käse. Ich fand es richtig cool, dass du das trotzdem probiert hast, wenigstens. Dein Video hat mich auch sehr unterhalten, auch coole Sache von der Bo. Und habt ihr auch schon mal einen Liter Sauerkrautsaft getrunken? Was trinkt ihr immer so im Liter? Schreibt es mal rein. Das war es ansonsten von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.